Heute haben wir unser achtes Prinzip vor uns und eine kleine Zusammenfassung von den ganzen Shaolin-Prinzipien, die wir die Woche Prinzip nacheinander behandelt haben. Und für mich gehört das System, also für mich ist es eine Art Wertesystem, was vier mentale und vier körperliche Prinzipien beinhaltet. Und es ist so ein bisschen wie das Prinzip von Yin und Yang. Das eine kann nur mit dem anderen stattfinden. Und für mich gehören immer zwei Prinzipien sozusagen zusammen. Und gestern hatten wir das Selbstmanagement, also vor allem Prioritäten zu setzen. Und das gehört für mich mit dem Thema auch zusammen Ernährung und vor allen Dingen gesundes Trinken. Das ist für mich heute Thema. Und zwar geht es halt um die Ernährung, die einen gesunden Körper und eine gesunde Lebensweise überhaupt erst möglich machen. Es kommt als letztes Prinzip, weil im Prinzip das Innere vor dem Körperlichen kommt, als Priorität. Nichtsdestotrotz ist Atmung, ich sag mal, das erste körperliche Prinzip, was die oberste Priorität haben sollte, weil ohne die Atmung können wir auch nicht bewusst handeln, beziehungsweise bewusst aufmerksam die Dinge wahrnehmen. Also man sagt, die Atmung ist wie der Schlüssel zur Bewusstheit oder auch zur Meditation. Als nächstes hatten wir dann das Prinzip der Werte und Einstellungen, der innere Beobachter. Das gehört für mich zusammen mit dem körperlichen Prinzip der Entspannung. Also wenn ich nicht entspannt bin, kann ich auch meinen inneren Beobachter nicht wertungsfrei einstellen. Also in einem großen Stresslevel wird mir der innere Beobachter nicht zur Verfügung stehen. Deswegen ist das Prinzip der Entspannung analog zu dem Prozess der Werte und Einstellungen und dem inneren Beobachter. Dann hatten wir das Prinzip der Selbstdisziplin und das steht für mich genau dem gegenüber der Bewegung. Also was ich schon erklärt habe, ohne meinen Sport und ohne den körperlichen Ausgleich werde ich es für mich auch nicht hinbekommen, wirklich diszipliniert zu sein und es wird immer irgendwo eine Stufe fehlen, wo ich keine oder mir zu wenig Ziele setze und auch darauf hinarbeite. Also die Bewegung hilft euch dabei, auch diszipliniert zu sein und eure Ziele zu verfolgen. Und wie schon gesagt, das letzte Prinzip der Ernährung, das gehört für mich zusammen mit dem Prinzip des Selbstmanagements und der Prioritäten. Weil ihr kennt alle den Spruch, ich habe keine Zeit mehr, ja, mittags was zu essen zu kochen oder vorzukochen oder. Es ist nicht das Zeit das Problem. Die Zeit ist nicht das Problem, sondern es sind eure Prioritäten, die in dem Sinne nicht hoch genug sind, um das Thema Ernährung bei euch im Leben fest zu integrieren. Gesunde Ernährung. Und deswegen möchte ich einfach, dass das ein bisschen mehr an Priorität gewinnt und dass ihr genügend Zeit dafür einplant. Ja, gerade jetzt im Homeoffice oder im Homeschooling ist das umso wichtiger, dass man sich Zeit dafür nimmt, ordentliche Mahlzeiten vorzubereiten. Und das fängt schon früh an. Ich bin ein sehr, sehr großer Freund von Frühstück im Allgemeinen. Ich weiß, es gibt sehr, sehr viele, gerade in Deutschland, die überhaupt kein Frühstück essen. Und das gänge für mich nicht wirklich, weil man muss den Körper am Anfang nach dem Aufstehen erstmal vitalisieren. Der ist 8 Stunden lang mindestens oder 7 Stunden lang mindestens, ist kein Wasser zugeführt worden dem Körper und keine Mineralstoffe und keine Energie. Also früh sollte ich zumindest ein Glas warmes Wasser und ein Glas warmes Wasser mit Honig oder eine Art Sirup könnt ihr auch dazu machen, zu mir nehmen. Das machen die Shaolin-Menschen genauso. Und warum warmes Wasser? Weil es einfach halt besser an die Körpertemperatur gewöhnt ist und der Körper muss nicht erst das Wasser erwärmen, um es zu verwerten. Und der Honig dient einfach dazu, dass ihr schon ein paar Energiestoffe zu euch führt und den Körper vitalisiert. Genau. Bei der Ernährung ist im Prinzip das Thema, wie verteile ich meine Energiebereitstellung? Ja, also
Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette sind so die Hauptbestandteile. Und das sollte ich ein bisschen verteilen. Wann Fette sind nicht böse, genauso wie Kohlenhydrate nicht böse sind. Aber natürlich die Menge macht es im Allgemeinen. Ich bin ein sehr, sehr großer Freund davon zu sagen, ja, früh ein ordentliches Frühstück zu sich nehmen, energiereich in den Tag zu starten, auch mittags, weil ich muss ja leistungsfähig für den Tag sein und habe am Abend möglichst noch ein bisschen Sport vor mir. Da sollte ich auch Fette und Kohlenhydrate zu mir nehmen. Natürlich auch in Ergänzung immer mit Gemüse oder Obst, damit die Mineralstoffe auch und Vitamine passen. Und abends sollte ich versuchen, Kohlenhydrate und Fette ein bisschen nach unten zu schrauben, weil dann ist der Verbrauch an Energie eigentlich schon so weit getätigt und in der Nacht ist die Regeneration dran. Das heißt, hier braucht ihr eigentlich nur ein paar Proteine zu euch zu führen und eine leichte Mahlzeit. Und wenn ihr euch so aufteilt, ist es im langfristigen Sinne schon eine nachhaltig gesunde Ernährung und natürlich versuchen, wenig verarbeitete Lebensmittel zu sich zu nehmen, weil es gibt genug Studien dazu, die zeigen, dass das einfach krebsfördernd ist, verarbeiteten Fleisch vor allen Dingen zu sich zu nehmen. Gut, so viel zur Ernährung. Ich kann auch, werde die nächsten Wochen immer auch ein paar Ernährungstipps, ein paar Fotos und auch Speisen, die für mich schnell und einfach und gesund sind, einmal euch mit zur Verfügung stellen. Und genau, freue mich, dass wir in der nächsten Woche dann gleich weitermachen können. Wir gehen mit den Prinzipien nochmal von vorne durch und nehmen jedes Prinzip nochmal ein bisschen genauer unter Lupe. Also viel Spaß dabei und nehmt euch genug Zeit für eine gesunde, nachhaltige Ernährung. Vielen Dank.